Hallo, hier ist die Kati und willkommen bei Teil 8 unseres Let's Plays zu vermieten. Tiger und Joey sind hier in ihrem neuen Apartment. Ja, kann man es so nennen. Es sieht noch ein bisschen traurig aus, der Boden, die Wände, Möbel, Toilette. Gibt's hier alles nicht. Oh, es fällt mir gerade auf, Joey hat tatsächlich ja auch noch gar kein Badezimmer. Huch, naja, aber wir haben auch kein Geld mehr. 18 Mullions ist nicht viel. Oh, Kitty kommt uns besuchen. Hallo, Kitty. Oh, Kitty bringt uns ein Geschenk. Hey, ich habe ein besonderes Geschenk für dich, weil du so ein toller Nachbar bist. Da müssen wir gleich mal Danke sagen. Hereinbitten. Wahrscheinlich ist Kitty nur dort neugierig und will gucken, wie das hier oben so aussieht. Aber Kitty, ich glaube, es sieht nicht viel besser aus als bei dir, also keine Sorge. Na, mal gucken, was sie uns als Geschenk gibt. Wir brauchen viel Geld. Bitte lass es was Teures sein. Ach, Kitty, ich möchte Kitty überhaupt nicht rausschmeißen, aber das geht ja irgendwie nicht, wenn wir da umbauen wollen. Aber es wird wahrscheinlich eh noch ein bisschen dauern, bis wir umbauen können, deswegen passt das schon. Oh, ein Hengst hat sie uns geschenkt. Weithergeholz. Okay, zeig mal. Da ist er. Was kostest du? 20, na gut. Oh, wir können hier nochmal ein bisschen Frösche züchten. Ja, sehr gut. Wir können ja auch mal ein Foto mit Kitty machen. Auch ihr beiden. Das ist doch ein schönes Foto. Noch ein bisschen darüber. So. Und dann kann Joey ihr ja auch so eins von den Bildern schenken. Mal gucken, wo das geht. Ein freundliches Geschenk. Und zwar eins von den Fotos. Kann ich das aussuchen, welches es sein soll? Oder gibt sie ihr jetzt irgendeins? Na gut, dann gibt sie ihr irgendeins. Okay. Guck mal, Kitty. Ein Foto für dein Zimmer. Bitte schön. Und ist schön? Ja, ich glaube, sie freut sich. Können wir vielleicht die anderen Fotos hier noch aufhängen? Das hier unten ist verwaschen, das können wir verkaufen. Und das sind beides die gleichen. Dann können wir das hier auch noch verkaufen. Wow, 7 Simoleons, wir sind reich. Noch einen hübschen Rahmen dazu, vielleicht mal was Gelbes und hier dann schwarz. Ja, das sieht doch ganz schön aus, wird immer besser. Oh, und Joey hat jetzt einen großartigen Ruf. Sehr schön, Joey. Und sie sind gute Freunde geworden. Und Eloise möchte auch gerne vorbeikommen. Ja klar, Eloise, komm auch vorbei. Joey hat heute noch frei, okay? Ach ja, es ist ja auch schon 19:30 Uhr abends. Huch. Vielleicht kann sie noch ein bisschen hier im Garten arbeiten. Ja, hier sind doch noch ein paar Unkräuter. Sieht's hier aus? Also gießen müssen wir nicht, weil es regnet natürlich schon wieder. Joey ist jetzt auch noch mal eine Runde fischen gegangen. Heißt das nicht immer, bei Regen beißen die besser, weil die immer denken, dass da irgendwie was oben ist? Irgendwelche Würmer durch den Regen oder so? Keine Ahnung. Bin kein Fischexperte, aber mal schauen, ob das klappt. Und Joey hat Level 7 der Anglerfähigkeit erreicht. Was kann sie denn jetzt Schönes machen? Sie kann Insiderwissen verbreiten und ist jetzt versierter in der Tiefseefischerei und kann den begehrten Blauflossenthunfisch fangen. Oh, wir können ja schon mal die gefangenen Fische verkaufen. Mal gucken, ob das was bringt. Einmal 30. Nochmal 30. Sehr schön, Joey. Das war es aber schon wieder. Können wir noch was züchten? Ja, das geht auch schon wieder sehr gut. Und dann verkaufen wir die gezüchteten Frösche. Und dann haben wir schon wieder 200 Simoleons. Und sie hat wieder einen Fisch gefangen. Sehr gut, Joey. Ja, wann muss sie morgen aufstehen? Ja, so gegen 5, würde ich sagen. Dann kann sie vielleicht noch mal, ja, bis 23 Uhr fischen. Und dann geht's ins Bettchen. Und die erste Nacht in ihrer neuen Wohnung. Schlaft gut, ihr beiden. Tiger schläft da oben. Süß hat er sich da reingelegt. Guten Morgen, liebe Joey. Einmal schnell auf die Toilette und dann musst du wahrscheinlich schon wieder los, ne? Und ich glaube, dein gedämpfter Reis, ja, der ist verdorben. Joey, du musst den auch essen und nicht nur machen. Ah, also die Sachen verderben anscheinend auch hier in dem Dampfkocher. Und dann werden wir nachher mal den schlechten Reis da rausholen. Aber erstmal musst du zur Arbeit. Abmarsch. Viel Spaß heute. Und Joey ist wieder da. 188 Simoleons. Dankeschön. Jetzt kann sie die ganzen Zitronen mal alle ernten gehen. Gartenarbeit würden wir bald jetzt mal hinkriegen mit Level 4. Geschicklichkeit ist noch ein bisschen schwierig, ne? Da fehlen uns noch 3 Stufen. Mal schauen. Und Yumi ruft an und sie möchte mit Dirk Tyson auf ein Date gehen. Ja klar, mach das doch. Und wir dürfen unsere Freunde, die Maden, nicht vergessen. Die müssen wir mal füttern und ein bisschen pflegen. Oh, hier wird auch mal ein bisschen gejätet. Ist jemand gestorben oder was war das gerade? Ne, das hatten wir schon mit dem Freund. Keine Ahnung. Ist irgendwas gekommen? Nö. Joey und ihre Maden. Naja, soll sie machen.
Stellen die dann auch wenigstens was für uns her? Ja, Biobenzin bitte einmal nehmen. Dankeschön. Ein bisschen Gartenarbeit. Bei dem schönen Wetter ist doch Gartenarbeit auch schön. Ist es heiß? Ja, es ist schon heiß, ne? Na gut. Beeil dich mal, dann kannst du gleich ein bisschen in den Schatten gehen. Und ich wollte hier gerade ein bisschen Inspektion und Wartung machen und jetzt steht hier Neuzustand wiederherstellen. Kostet das Geld? Ich habe ein bisschen Angst. Ich drück mal drauf. Mal gucken, was passiert. Hatte ich noch nicht gesehen bis jetzt. Bitte kein Geld kosten, bitte kein Geld kosten. Oh, jetzt arbeitet sie daran und es gibt anscheinend... Oh, jetzt gibt es Geschicklichkeitsfähigkeit. Ist das neu? Stand das da schon immer? Weil bei dieser Inspektion und Wartung gab es ja immer kein Geschicklichkeit. Jetzt machen wir nochmal Inspektion und Wartung. Nö, da gibt's nichts. Okay. Können wir das mit diesem Neuzustand auch hier woanders noch machen? Hier geht's nicht. Auch nicht. Auch nicht, okay. Ging jetzt nur um Waschbecken. Vielleicht am Herd noch? Hausmannskost Futterrezept kochen. Auch für die Katze, wie süß. 6 Simoleons. Na gut, trotzdem, wir machen das. Dann kochen wir ein lecker Essen für unsere kleinen Tiger. Oh nein, Moment, erstmal Yumi hier. Oh, ich hab doch drauf gedrückt, wo kommt das nicht? Was ist hier oben passiert? Mietobjekt verlassen. Die Mietpartei hat das Mietobjekt verlassen. Die Einheit ist jetzt unbewohnt. Warum? Was passiert hier? Hier gibt es noch ein Jobangebot als Kulturkolumnistin. Nein, danke. So, einmal kurz Stopp. Ist schon wieder jemand gestorben? 2 Tage noch. Aber es steht hier mal nicht, wer gestorben ist. Und jemand hat... Oh, vielleicht ist Kitty gestorben. Oh, Kitty ist gestorben. Auch gut, dass wir noch ein Foto mit ihr gemacht haben. Ach Mensch, Kitty. Das ist ja voll traurig. Ach, das macht mich jetzt irgendwie schon traurig. Kitty war echt eine Süße. Mit ihren ganzen Katzen. Irgendwie sterben sie alle gerade weg. Und jetzt ist ja ihre Wohnung leer. Und da fällt mir nämlich ein, wir haben ja noch eine leere Wohnung, die wir vielleicht mal füllen sollten. Das ist die, welche ist denn das jetzt? Die unbewohnte? Das müsste die hier vorne sein, ne? Leerstand füllen. Erstmal gucken, wer da überhaupt einziehen würde. Machen wir hier auch mal wieder ein paar weniger Tage. Irgendwie 4 Tage oder so. Ja, es ist alles basic und mangelhaft und schlecht. Die Wartung ist schlecht. Okay, da müssen wir vielleicht mal warten. Und dann gucken wir mal, wer hier einziehen würde wollen. Robertson, ein Erwachsener oder The Boulder, ein junger Erwachsener. Der bezahlt nur 12, der bezahlt 30, also nehmen wir Robertson. Dann müssen wir hier nochmal auf 30 runter machen. Wir wollten nämlich 32 haben, aber 30 ist ja auch okay. So, Robertson. Super. Und ich habe ja immer gesagt, das wird traurig, wenn wir hier umbauen wollen, dass wir Kitty rausschmeißen müssen. Aber das hat sich ja dieses Problem jetzt von alleine gelöst. So traurig, wie es ist. Aber wir haben auch nicht wirklich Geld, um da jetzt groß umzubauen. Vielleicht sparen wir noch ein bisschen, bevor wir da jetzt große Umbaumaßnahmen vornehmen. Oder wir verkaufen Sachen, die wir haben. Auch eine gute Idee. Ja, wir können Joey ja mal weiter kochen lassen erstmal. Und dann verkaufen wir die ganzen Sachen. Vielleicht können wir auch nochmal einen Frosch züchten. Bringt auch ein bisschen Geld. Blümchen verkaufen. Und sie hat Level 4 der Kochfähigkeit erreicht. Ganzen Zitronen verkaufen. Und da ist jetzt dieses Fischrezept. Fischkuchen mit Rindfleisch und Hühnchen. Wie süß. Können wir das irgendwie... Genau, da können wir jetzt Tiger zum Fressen rufen. Tiger, guck mal, was wir mit dir Feines gemacht haben. Komm mal her. Tiger kommt schon allein. Den brauchen wir gar nicht rufen. Der hat das gerochen. Nom, 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 nom. Guck mal. Oh, ich glaube, er freut sich. Ist das toll? Dann brauchen wir ihn auch nicht mehr rufen. Wir kriegen schon wieder diese Rauswurfeinigung, dass wir angeblich jemanden rausgeschmissen haben, ungesetzlich. Aber da ist letztes Mal auch nichts davon gekommen. Also irgendwie, keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch wieder ein Bug. Und Tigerchen hat es anscheinend gut geschmeckt. Er sieht zufrieden und glücklich aus. Sehr schön. Oh, wir haben anscheinend doch Geld verloren. Also, was soll denn das? Wann ist das jetzt passiert? Eben war da noch 600. Ach, das finde ich total doof. Wir haben niemanden ungerechtfertigt rausgeschmissen. Wir machen das doch immer nur, wenn die Schonfrist läuft. Und dann ist das doch in Ordnung, dass man das macht. Oder ich habe es einfach immer noch nicht begriffen. Also wenn ihr da mehr Ahnung habt, bitte schreibt mir mal, warum wir jetzt eine Geldstrafe dafür bekommen haben. Wir haben doch niemanden rausgeschmissen, als es nicht gerechtfertigt war. Nochmal den obligatorischen Frosch hier hinten gesucht. Jetzt den Sandhaufen hier nochmal durchwühlen. Mal gucken, ob da was drin ist. Was ist denn der Frosch wert gewesen? Tada! 35. Wie viel seid ihr wert? 30. Aha. Also werden wir den jetzt mal züchten mit einem Sonnenblumenfrosch. Und jetzt haben wir 2 von den Tigerfröschen. Dann können wir die ja hier verkaufen. Sehr schön. Und wir haben gefunden, oh, eine gelbe Quaste. Sehr schön. Die haben wir vielleicht schon, aber besser als nichts.
Chloe hat sich jetzt zur Ablenkung noch ein bisschen hier hingestellt und angelt. Sie ist auch noch ganz schön traurig wegen Kitty, auch noch ganze 2 Tage. Aber das kann ich auch verstehen. Die beiden haben sich echt sehr gut verstanden. Joey ist jetzt müde und muss auf Toilette. Okay, dann darf sie machen nach Hause gehen. Mal gucken, was wir hier so alles erwischt haben. Ein Salmle? Naja, 10 ist nicht so doll. Was bist du hier noch? Ein Glasaugenbarsch? Dankeschön. Und können wir wieder züchten? Ja, wir können züchten. Sehr schön. Wir versuchen hier nämlich ein bisschen Geld zu kriegen, damit wir Kittys Wohnung fertig bauen können, dass wir da jemanden einziehen lassen können. Was hat sie denn hier noch? Ah, den Zauberwürfel. Ja, den hatte sie auch noch gefangen beim Fischen. Das war es auch erstmal. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir die Quaste schon haben. Unseren neuen Nachbarn haben wir auch noch nicht gesehen. Aber gut, der wird bestimmt irgendwann mal rauskommen. Joey kann ja hier vielleicht noch mal ein paar Reste essen gleich. Ach, sie ist immer so traurig. Ach, Eloise, sie wartet hier vor der Tür die ganze Zeit. Oh, Joey muss auch das Ding hier mal noch sauber machen. Das muss sie mal noch machen, bevor sie ins Bettchen geht. Wo hängen denn jetzt unsere Quasten? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, nicht in der Wohnung anscheinend, sondern vielleicht immer noch unten im Flur. Ja, da unten. Oh, ich glaube, wir haben die gelbe noch nicht. Eine gelbe. Sehr schön. Und jetzt haben wir schon 4, 5, 6, 7. Es fehlen nur noch 3. Es wird. Joey hatte vorhin auch noch ein paar Bilder gemacht. Die kann sie ja vielleicht auch ein bisschen im Flur hängen. Dann ist es auch noch ein bisschen dekorierter hier. Ja gut, die mit den Zwergen werden wir vielleicht wieder verkaufen. Die sind auch nichts wert. Ach Mensch, so ein Zwerg. Manche freuen sich wahrscheinlich drüber. Ja, jetzt sieht das hier doch auch schon ein bisschen wohnlicher aus. Das ist doch ganz hübsch. Tschüss, Eloise. Joey, hast du gegessen? Ja, du bist nur müde. Dann geh mal ins Bettchen. Tiger ist auch schon bereit zum Schlafen. Und Joey hat Miete erhalten. 280 Simoleons. Ja, dafür, dass wir im Moment ja eigentlich nur einen Mieter haben, der gerade erst eingezogen ist. Aber vielleicht waren das noch die Reste von Kitty. Und ich habe überlegt, wenn wir das mit dem Shirt hier nicht hinkriegen, ne, weil wir das entweder schon haben oder was auch immer dieser olle Bug ist, dann werden wir das Bestreben mal ändern auf beste Vermieter oder sowas. Aber es ist ein bisschen schade, ich hätte das gerne hier weitergemacht. Wir können es ja noch einmal versuchen mit diesem einzigartigen T-Shirt. Aber wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, ne? So, Joey, viel Spaß bei der Arbeit. Ach, sie sieht immer noch so traurig aus. Und Joey hat wieder 188 Simoleons verdient. Sie kann ja mal ein bisschen Gartenarbeit machen. Sie kann auch gleich alles verkaufen. Und dann geht sie danach dann duschen. Ist das hier unser neuer Mieter? Du siehst ein bisschen aus wie Steven, aber du bist Colin. Colin Robertson. Und du bist erwachsen. Okay, ich dachte, du wärst ein Senior. Siehst ein bisschen nach Senior aus. Und das ist nicht böse gemeint. Geht er joggen? Oder geht er Gartenarbeit machen? Oder gießt die Pflanzen? Das ist aber lieb von ihm. Und Joey will mit ihm plaudern ein bisschen. Das ist ja auch nett. Dann unterhalte ich mal ein bisschen mit ihm. Wie geht's unseren Maden? Oh, sie sind weg. Nein, unsere Maden sind weg. Was wollen wir denn diesmal haben? Wir hatten schon Grillen und Maden, dann nehmen wir diesmal die Käfer. Dann kann sie hier ein bisschen weitermachen. Jäten und alle Zitronen verkaufen. Na gut, oder er jätet und sie verkauft nur die Zitronen. Hey, hörst du wohl auf, unsere Zitronen zu ernten? Stopp. Also so geht das nicht. Ich schmeiß dich gleich raus, Colin. So, einmal abgelenkt mit einer freundlichen Unterhaltung und jetzt schnell die ganzen Zitronen ernten. Also es kann ja wohl nicht sein, dass der hier unsere Zitronen klaut. Haben wir unsere Käfer angesiedelt? Ja, da sind sie. Hallo, Käferchen. Kann sie die auch noch mal ein bisschen pflegen? Joey hat sich, glaube ich, gerade gewünscht, mal ein bisschen Sport zu machen. Vielleicht kann sie mal eine Runde energiegeladen joggen gehen. Was wünscht sie sich denn hier noch? Techtelmechtel im Busch. Ah, Joey. Okay, aber ich klicke das mal an. Und hier großzügiges Angebot mache. Sie möchte ein offenes Ohr anbieten, Empathie entgegenbringen oder nette Worte sagen. Das könnte sie ja hier mit Colin machen. Kann sie ja mal ein offenes Ohr anbieten. Wenn er ein Problem hat, kann er immer zu ihr kommen. Joey ist von ihrer Joggingrunde wieder zurück. Und jetzt wollte sie ja ein bisschen mit... Ich wollte gerade sagen, jetzt wollte sie ein bisschen mit Colin plaudern, aber der geht jetzt gerade nach Hause. Das ist ja wieder typisch. Naja gut, sie muss sowieso auf die Toilette, das kann sie dann erstmal machen. Und dann kann sie ihn ja trotzdem nochmal bitten, vielleicht rauszukommen. Dann können die sich noch ein bisschen unterhalten. Und sie wollte ja ein bisschen sowas wie Empathie entgegenbringen und sowas hatte sie sich ja gewünscht. Vielleicht auch noch ein bisschen Zuspruch geben. Und vielleicht kann sie ja ein bisschen über Interessen mit ihm reden. Kennen wir denn schon was? Wissen wir schon was über ihn? Er ist tollpatschig, ein Geek und gut. Er ist ja das gleiche wie sie. Ist sie nicht auch tollpatschig, ein Geek? Oder was war sie? Nee, sie war peinlich. Ach, peinlich ist nicht das gleiche wie tollpatschig. Ja, alles klar. Und sie liebt die Natur großzügig. Und er, was hatte er noch? Geek und ich fand das ja gerade sehr sympathisch, was er war. Tollpatschig, Geek und gut. Toll. Eine schöne Mischung eigentlich. Sie macht mal den schlechtesten Wortwitz überhaupt. Also wenn er darüber jetzt lacht, dann ist es meant to be.
Na und, findest du es lustig? Irgendwas mit einem Bären? Und sie tanzt auch noch dazu. Oh mein Gott. Und er fand es lustig. Und Tigerchen möchte ein bisschen spielen. Können wir ihn einmal streicheln und dann mit dem, ja, Liebe spüren geht auch. Und dann ein bisschen mit dem Laserpointer oder hier mit dem Ball können wir doch auch spielen. Hat er sich schon genommen. Na gut, er spielt jetzt selber, okay. Sie kann ja Colin mal fragen, was er so als Job macht. Und dann vielleicht, ob er verheiratet oder eine Partnerin hat. Der ist Single, okay. Aber er hat uns noch nicht verraten, was er als Job macht. Und die beiden haben sogar schon ein Gefühl erhalten. Das ist so lustig mit dir. Sehr schön. Und er ist .com-Pionier bei Rainy Day Entertainment. Also er ist anscheinend sowas wie Programmierer oder so. Funichi Parsifal Robin. Und Joey hat ja diesen Busch-Wunsch, deswegen geht sie jetzt mal ein bisschen aufs Ganze, würde ich sagen. Sie kann ja mal einen koketten Witz machen und dann vielleicht noch eine schlüpfrige Frage stellen. Na, was sagst du dazu, Colin? Joey weiß jetzt über die romantische Orientierung von Colin Bescheid. Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich habe kein Interesse daran, eine solche Beziehung mit dir einzugehen. Oh, okay. Jetzt macht sie natürlich noch gleich ihre schlüpfrige Frage hinterher. Mal gucken, was er dazu gleich sagt. Wir öffnen mal das Profil. Okay, er will mit niemandem flirten. Okay, na gut. Dann ist das so, Colin. Okay, aber ihr könnt ja trotzdem beide gute Freunde sein. Und dann muss sie sich für ihr Busch-Techtelmächtel leider jemand anderen suchen. Und Joey muss ins Bett. Ist das schon so spät? 19 Uhr, eigentlich nicht, ne? Dann geh mal schlafen, Joey. Können wir hier noch ein bisschen züchten? Aber wir haben jetzt schon über 1000 Simoleons. Wann ist das denn jetzt passiert? Aber ich glaube, das sind auch unsere Früchte und so. So, ein Frosch, noch ein Frosch. Oh, Moment. Jetzt habe ich hier einen Frosch an meiner Maus. Aber Colin fragt, da wir so eng befreundet sind, habe ich mir gedacht, dass wir auch unter einem Dach wohnen könnten. Sollen wir zusammenziehen? Und Joey könnte sagen, ich denke, das ist eine gute Idee oder ja, das kann unsere Freundschaft nur festigen. Colin, ihr wohnt unter einem Dach, aber ihr müsst nicht in der gleichen Wohnung wohnen. Deswegen, nein, danke. Und ist er jetzt sauer? Nö, ne? Nach gründlicher Überlegung hat Joey entschieden, dass sie momentan nicht möchte, dass Colin bei ihr einzieht. Genau, hat das jetzt irgendwas an ihren Gefühlen füreinander gemacht? Ist er jetzt sauer oder so? Ich hoffe nicht. Die Gefühle von Joey gegenüber Colin, also was Joey gegenüber Colin denkt, hat Joey Colin enttäuscht, weil sie es abgelehnt hat, mit ihm unter einem Dach zu wohnen? Achso, sie hat so ein bisschen Schuldgefühle, aber er sieht das jetzt gar nicht so dramatisch. Also Joey, ist alles gut. Könnt ihr gleich mal schlafen gehen, also du. Was Colin macht, ist mir eigentlich egal. Und dann geht's morgen weiter. Und die beiden sind trotzdem gerade gute Freunde geworden, also alles ist in Ordnung. Gute Nacht, Colin. Gute Nacht, Joey. Gute Nacht, Tiger. Bis morgen. Und wir haben hier anscheinend wieder so ein neues Ereignis. Wohltätigkeitsveranstaltung. Es wird Zeit, mit einer Wohltätigkeitsveranstaltung etwas Gutes zu tun. Nimm teil, indem du dich großzügig zeigst und Dinge spendest. Ach, guck mal, Colin hat schon gespendet. Das ist ja toll, Colin. Hier geht das. Objekt für wohltätige Zwecke versenden. Ach, das ist dann auch wieder unser Inventar. Können wir vorher vielleicht noch irgendwas sammeln, was wir nicht brauchen? Oder wir spenden die Kopfhörer. Die benutzen wir sowieso nicht. So, die Kopfhörer werden gespendet. Haben wir das dann auch erledigt. Und Colin ist ja auch schon wach. Na, werde ich. Hey, Bruce. So, Joey, hast du schon alles geerntet? Nein, guck mal, da hinten die Zitronen. Geh die Zitronen ernten, bevor Colin wieder die Zitronen klaut. Und unsere Käferchen müssen auch mal gepflegt werden. Und Joey, beeil dich mal, du musst zur Arbeit. Und wir haben wieder den versunkenen Werkzeugkasten. Ja gut, dann diesmal springt sie dann wieder hinterher und holt ihn raus. Das andere war ja noch schlechter. Und Lien freut sich, dass wir uns mit Colin angefreundet haben. Danke, Lien. Ja, Joey ist jetzt wieder dreckig, aber zumindest hat die Arbeitsleistung nicht darunter gelitten. Das ist besser, als wenn die Arbeitsleistung so darunter geht. Und eigentlich können wir doch jetzt, solange Joey noch arbeiten ist, hier hinten die Wohnung mal umbauen. Die ist ja jetzt frei. Wir sollten dran denken, Joey auch ein Bad zu geben. Sonst wird das schlecht, wenn das Bad jetzt hier gleich zu der Wohneinheit gehört. Deswegen werden wir als allererstes Joey ein Bad geben, bevor wir es nachher vergessen haben. Ich habe jetzt Kittys alte Wohnung mal umgestaltet. Das Bad ist jetzt hier hinten mit der Tür zu der Wohnung hin. Ich glaube, so viel hat sich da jetzt nicht geändert im Bad. Nö, ich glaube nicht. Hier vorne habe ich die Betten mal so ein bisschen auseinandergestellt, weil wir haben jetzt diese Ecke dazu gewonnen gehabt. Und sonst, ich glaube, noch ein Blümchen dazu. Hier dieser Wandteppich ist jetzt noch drin.
Mal gucken, was das bringt. Ich bin gespannt. Ist ja doch eine, ja, jetzt schon eine etwas größere Wohnung, zumindest auch mit Bad, aber immer noch keine Küche. Mal gucken. Natürlich hat Joe jetzt auch ein Bad bekommen, ne? Hier ist so ein kleines Bad. Oh, hier fehlt noch die Tapete. Ja, gut, beim nächsten Umbau werden wir das hoffentlich dann sehen. Der Boden fehlt ja auch noch. Ja, klein, aber fein. Und ich liebe ja diese Bugs, ne? Jetzt waren wir einmal im Baumodus drin. Ist unser guter Zweck wieder weg? Der war schon erfüllt. Haben wir noch irgendwas, was wir spenden können? Joey kann gleich mal da hinten den Frosch suchen. Vielleicht kann sie den ja spenden, wenn der nicht so viel wert ist. Und dann werden wir gleich mal die Mieteinheit auch vermieten. Den Leerstand füllen, bitte. 121 maximale Miete. Das ist schon mal nicht schlecht. Obwohl, wir gucken erstmal, was die Leute bezahlen würden. 77, 121. McFears finde ich ja auch toll. 6, ich mag ja Senioren. 67, 112. Eine Familie. Aber wir haben aber keine drei Betten. Die haben zwei Kinder und ein Senior. Das wird, glaube ich, nichts. 99 für zwei Senioren. Das ist auch nicht schlecht. Und noch ein junger Erwachsener mit 90. Wie viel würde er? Aber er würde 121 bezahlen. McFears. Wir nehmen McFears. Und die Einheit ist bewohnt. Sehr gut. So, Joey, dann guck mal, ob du da den Frosch noch findest, damit wir den spenden können, bevor die Zeit um ist. Und da kann sie auch nochmal den Sandhaufen ausgraben. Bin ich ja gespannt, wie unser neuer Mieter hier aussieht. Wer das ist? McFears. Klingt auf jeden Fall schon mal richtig gut. Sie hat einen Streifenfrosch, richtig? Was bist du wert? 10. Ja, dich können wir doch gut gleich mal spenden. Was hatte sie im Sand gefunden? Sand. Toll, im Sand war Sand. Joey hat sich gerade mal noch schnell ein bisschen Reis gekocht. Das ist jetzt gerade schön am Brutscheln. Dann nimmt sie nochmal eine Dusche. Und vielleicht können wir dann ja mal gucken, wer unser neuer Nachbar ist. Entweder besuchen wir ihn oder wir fragen, ob er abhängen möchte. Einladen, abzuhängen. Ach, guck mal. McFears, Jazz McFears. Oh, bist du ein Mann oder eine Frau? Ich könnte es jetzt gar nicht genau sagen. Aber wir werden uns mal mit ihm oder ihr unterhalten. Mal schauen. Und sich mal ein Gericht nehmen. Oder hier zum Essen rufen. McFears, dann kannst du doch Oh, mitessen. Galathoy. Hallo, McFears. Jazz heißt du. Upa, Hi, Jazz. Tumarangisch vorstellen. Genau, nimm dir auch was. Rest kommt schnell in den Kühlschrank. Hallo. Er ist peinlich. Ihr beide passt zusammen. Gesellig und kreativ. Och, ich mag ihn jetzt schon. Es ist doch ein Er, oder? Ich muss noch mal kurz. Steht da jetzt junger Erwachsener? Okay, dann müsste es doch, glaube ich, ein Er sein. Aber hat ein unheimlich hübsches Gesicht. Fast schon so leicht weibliche Züge. Total hübsch. Lissarack. Klaschin. Oh, Wavine. So, ihr beide könnt euch ja mal ein bisschen unterhalten, ein paar nette Worte sagen, den schlechtesten Wortwitz und ein paar Memes raushauen, weil er ist ja auch peinlich, das müsste ja passen. Tag verschönern. Flesch? Und die Handel. Wohltätigkeitsveranstaltung. Was für ein erfolgreiches Ereignis. Die lokalen Wohltätigkeitsorganisationen wissen deine Güte zu schätzen. Die Mieteinheitbewertung ist folglich gestiegen. Wie cool. So lebhaft. Anscheinend hat sich Joey soeben mit einem lebhaften Sim angefreundet. Lebhafte Sims sprühen vor Lebenslust, verbreiten gute Schwingungen und werden schnell zum Mittelpunkt der Party. Würdest du im Hinblick auf die Sim-Präferenzen sagen, dass Joey lebhafte Sims mag? Na klar. Wir können ja dann, wenn Joey gut geht und Jazz Lust hat, mit ihm nochmal zum Abendmarkt nachher gehen. Dass wir nochmal gucken, ob wir dieses T-Shirt kriegen. Ansonsten werden wir das Bestreben dann ändern. Ach so, wir müssen doch erstmal fragen, was machst du denn schönes beruflich, junger Mann? Nach Karriere fragen und dann fragen wir mal, ob er vergeben ist. Und Jess ist Mikrosucher bei Rampenlicht. Das passt irgendwie zu ihm, wenn er auch so ein lebhafter Sim ist und so. Und er ist Single. Komm, dann flirte ihn mal an. Na, mal schauen, was er dazu sagt. Oh, hat er da auch keine Lust drauf? Er fühlt sich geschmeichelt, aber hat kein Interesse. Er möchte nur ein freundschaftliches Verhältnis. Hat er denn auch gar kein Interesse, oder? Ist sie vom falschen Geschlecht? Okay, wieder niemand. Interessant. Also, Joey, wenn du da deinen Wunsch noch erfüllen musst, ich glaube, du solltest dich mal nicht so an deine Mieter halten. Vielleicht sollten wir mit den Mietern doch rein freundschaftlich abhängen. Und Lien fragt, ob sie ein Baby machen soll. Na klar, Lien. Joey geht's gut, sie ist energiegeladen. Es ist 15 Uhr. Vielleicht kann sie noch mal schnell zum Tigerreservat joggen und danach dann auf den Abendmarkt. Aber ich glaube, da nehmen wir Jess auch nicht mit, weil irgendwie habe ich das Gefühl, Joey würde gerne jemanden finden, mit dem sie einmal kurz in den Busch hüpfen könnte. Deswegen ist das vielleicht nicht das Richtige, wenn sie Jess da heute mitnimmt. Und Joey ist im Tigerreservat. Hat wieder lange gedauert, obwohl sie gejoggt ist. Also, der Weg ist echt so weit.
Joey ist so aufgeregt, einen Blick auf die Tiger zu erhaschen und kann die Spannung kaum ertragen. In einem Ausbruch von Freude entfährt ihr ein lautes Gebrüll oder leises Miauen. Ich glaube, wir haben mal gebrüllt, oder? Ich weiß es nicht. Wir brüllen einfach nochmal. Das passt zu Joey. Sie ist ja so ein bisschen peinlich. Und sie hört in der Ferne einen Tiger brüllen. Es hat jetzt nichts gebracht, aber vielleicht hat sie sich mit dem Tiger angefreundet. Und jetzt ist es schon so spät, dass sie sich jetzt reinschleichen muss. Mal gucken. Wird sie bestimmt gleich wieder rausgeschmissen. Und danach können wir auf den Abendmarkt gehen. Hat sich ja wieder richtig gelohnt. Ich wollte doch noch eine Quaste abgreifen. Und sie wurde auf frischer Tat ertappt, aber sie kann ja sagen, dass sie einen Gegenstand sucht und dann kriegt sie, glaube ich, was? Och nein, doch leider nicht. Ohne genau den Grund zu wissen, wusste der Wächter sofort, dass Joey log. Hoffentlich nutzt Joey die Zeit, das Zutrittsverbot, um ihre Schauspielfähigkeit zu verbessern. Oh Mann, jetzt darf sie erstmal wieder eine Weile nicht kommen. Menno. Na gut, dann mach dich mal auf den Weg zum Abendmarkt. Wir gucken nochmal, ob wir dieses T-Shirt bekommen. Sind jetzt erstmal hier im Botanischen Garten gelandet. Wie immer ist der wunderschön aus der Galerie. Ein tolles Grundstück. Und hier drüben müssten wir dann ja lang zum Abendmarkt. So, mal schauen. Hier ist wieder der Essensstand. Hier ist nichts. Oh, Joey ist schon mal gleich beim richtigen Stand gelandet. Ich glaube, hier war das mit den Waren. Traditionelle Kleidung. Dann nehmen wir mal das mehrlagige Top. Hallo. Wir würden so gerne ein T-Shirt kaufen, aber es funktioniert nicht. Ja, jetzt hat es angezogen, aber es hat wieder nicht gezählt. Das finde ich ja total schade. Dann machen wir jetzt hier, ich glaube, das ist beim Vermögen, richtig? Die 5-Sterne-Eigentümerin. Und dann müssen wir dann eine Wohneinheit besitzen und anscheinend ein bisschen warten, Inspektion. Ja, okay, das nehmen wir mal an. Die Wohneinheit haben wir schon. Ein Wartungsereignis abwickeln. Halte deinen Mieter bei Laune, indem du Wartungen durchführst. Besuche das Mietobjekt und behebe das Problem, wenn ein Wartungsereignis eintritt. Hatten wir sowas schon mal? Und Inspektion durchführen. Okay, das können wir auch bestimmt machen. Na mal, ich hoffe mal, dass das dann nicht so buggy ist. Jetzt das mit dem T-Shirt. Hier hinten ist doch noch dieser junge Mann mit den sehr breiten Schultern. Wie sieht's denn mit dir aus hier? Tetsuya hieß du, ne? Vielleicht können wir noch mal ein bisschen mit ihm ein paar nette Worte wechseln. Und wer bist du? Du siehst auch nett aus. Können wir uns mal vorstellen bei Anya. Die drei unterhalten sich jetzt hier erstmal so ein bisschen ganz normal. Und dann kann Julia mal schauen, ob sie vielleicht ihn ein bisschen anflirtet und ihn fragt, ob er Single ist. Okay, er geht wieder rein in seinen Stand. Kommt er nochmal wieder raus? Er dreht eine extra Runde. Na, was sagt er? Und er scheint auch gar kein Interesse an einer Beziehung zu haben. Das ist jetzt langsam ein bisschen viele, die gar kein Interesse haben. Ach, okay, er steht auf Männer. Das ist okay. Also das andere ist auch okay, aber es war jetzt ja doch ein bisschen häufiger, dass das vorkam. Wer bist denn du? Also ich fühle mich so ein bisschen wie auf Jagd, auf Männerjagd. Wir können ihn ja mal... Nein, ich wollte mich bei ihm vorstellen. Kennen wir ihn schon? Wir fragen mal nach seinem Tag. Tu. Tu kennen wir anscheinend schon. Bist du verheiratet, Tu? Wir wollen hier nichts, nicht sowas ganz was Komisches machen. Aber er ist ein Genie, kleptomanisch und düster. Also das weiß ich nicht. Das passt jetzt ja nicht so zu Joey. Aber vielleicht für einen Busch könnte es vielleicht reichen. Und Tu, wie sieht's aus? Bist du vergeben? Ja, er ist Single und hat jetzt auch nicht gesagt, dass er das irgendwie doof findet. Dass sie ihn so ein bisschen angeflirtet hat. Kann sie das nochmal machen? Ein bisschen flirten. Och, Colin ist auch da. Hey, Colin. Guckst du dich um? Mal gucken, was du zu ihrem Anmachspruch sagt. Och, ich glaube, er ist nicht abgeneigt, oder? Oh, da kommen ein paar Herzen, das ist doch schon mal was. Vielleicht können die ja ein bisschen knuddeln. Ich weiß gar nicht, ob es hier so einen Busch gibt, den Joey dann dafür bräuchte, für ihren Wunsch. Joey ist gerade schnell auf dem Weg zur Toilette. Das ist zum Glück nicht so weit weg. Und Tu geht hier auch noch lang. Vielleicht können wir ihn gleich auf dem Weg aus der Toilette raus dann doch nochmal abfangen. Aber erstmal Joey auf die Toilette. Tu, lauf nicht so weit weg. Also wie immer kann ich sagen, ne, diese Stadt ist wunderschön. Gerade abends mit den ganzen Lichtern. Es ist so wunderschön. Und Tu ist schon wieder gegangen. Ach man, Tu. Aber Joey steht jetzt hier rum. Was macht sie denn jetzt? Sie macht einen Blickblock-Tanz. Okay, Joey. Colin ist extra zu ihr hingekommen. Wie süß ist er denn? Ach man, irgendwie mag ich Colin ja leiden. Schade, dass er da nicht so Interesse dran hat.
Die beiden haben jetzt ja auch noch ein bisschen erzählt, aber das bringt uns nicht vorwärts in unserer Mission. Aber dafür haben wir hier im Park jetzt nochmal einen Frosch gefunden, den wir gleich mal sammeln können. Schade, dass dieses Haus hier nur Deko ist. Das ist so cool gelegen. Ein Sonnenblumenfrosch. Na, bist du ganz viel wert? 30, okay. Besser als nichts. Hier hinten ist tatsächlich sogar mal so ein Stein. Es gibt ja in der Welt wirklich sehr wenig, was man so sammeln kann. Was so in der Gegend rumliegt, auch keine Samen oder sowas. Aber zumindest ein bisschen was. Ist hier noch irgendwo jemand, den wir kennenlernen können? Joey hat hier auch noch ein Räucherstäbchen angezündet. Was macht sie jetzt? Nein, bitte nichts grillen, wir müssen unser Geld sparen. Und der Park ist auch sehr, sehr schön. Und da habe ich auch gerade gesehen, hier wäre sogar ein Techtelmechtelbusch gewesen. Ach, aber wir haben leider nicht den passenden Mann für einen Techtelmechtelbusch gefunden. Deswegen geht Joe jetzt nach Hause und wir gucken mal, vielleicht ist der nächste Tag oder so ein bisschen erfolgreicher. Einen schönen guten Morgen, liebe Joey. Sie geht gleich mal ein bisschen Gartenarbeit erledigen, bevor das hier andere tun. Und Colin, ich meine dich, ja ganz genau. So, alles mal schnell verkaufen. Colin kann so lange Frühstück machen, das wäre sehr nett. Und nicht wieder eine weiße Torte backen, bitte. Und Joey hat Level 4 der Gartenfähigkeit erreicht, sehr schön. Jess ist auch schon aufgestanden, Colin macht hier irgendwas, ich hoffe kein weißen Kuchen. Und Joey holt sich jetzt hier hinten nochmal schnell den Frosch und gräbt im Sandhaufen. Und er hat tatsächlich einen weißen Kuchen gemacht. Na gut, dann esst mal einfach alle mal einen weißen Kuchen. Können wir nicht alle zum Essen rufen, weil es nicht unser Kuchen ist, ne? Wäre ein bisschen frech. Und Joey hat einen Wirbeleierpflanzenfrosch gefangen. Sehr schön. Dann können wir den ganzen billigen nämlich verkaufen. Der ist nämlich 100 Simoleons wert. Das ist sehr, sehr gut. Und hier hatte sie ja noch diesen Topaz gefunden. Den können wir auch verkaufen. Und was war im Sandhaufen? Ah, Sand. Toll. Richtig gut. Oh nein, was ist hier passiert? Es ist etwas kaputt gegangen. Das werden wir gleich mal reparieren. Oh nein, Tigerchen ist krank. Oh Tiger. Wir machen mal schnell deine Schüssel voll. Und wie sieht's hier aus? Das ist noch, naja, in Ordnung ist das falsche Wort. Aber das können wir kurz so lassen. Joey, beeil dich mal. Das brauchst du nicht aufwischen, aber vielleicht kannst du das schnell reparieren, bevor da noch einer dran stirbt. Und dann fahren wir mit Tiger gleich in die Tierklinik. Und wir haben natürlich nicht so viel Geld. Ich hoffe, es ist nicht so teuer, Tigerchen. Wir wollen doch nur das Beste für dich. Na, Tigerchen, was ist los mit dir? Komm mal her. Ein bisschen trösten. Oh Mann, Tigerchen, das sieht aber wirklich nicht gut aus. Du leuchtest ja richtig rot. Dann machen die sich die beiden gleich mal auf dem Weg zur Tierklinik. Aber das werden wir dann im nächsten Teil sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!